how'd you know? On rigs and runes out drifting the night, any place it gets is right. Hallihallo, meine lieben Freunde, hier auf YouTube. Hier ist wieder euer Torg. Mit dabei habe ich heute das schöne Spiel Torschützenkönig oder auf Englisch Goalgetter. Und ja, wir gehen direkt mal in das deutsche Spiel rein. Netmin Games. Okay. Da ist er, der Ailton. So, es lädt. Ich habe die Musik übrigens ausgeschaltet, ne? Nicht, dass es irgendwelche Probleme mit YouTube gibt. Also normalerweise ist bei dem Spiel ein schönes Sound, Musik und so dabei, aber ich habe es wegen YouTube jetzt leider ausschalten müssen. So, und was haben wir hier? Die Datenbank, Originalwelt 1. Originaldaten aus 2024 und 2025, also das aktuellste gerade. Ja, dann nehmen wir das einfach mal und machen ein neues Spiel beginnen. Spieleranzahl 1, Schwierigkeit gerade leicht. Und wir nehmen hier als Spielmodus Verein zu Beginn auswählen. Ja, das machen wir. Lade Spielwelt. So, und los geht es. Hier habe ich schon mal ein Bild eingefügt, ne? Hier unten links. So, dann Vorname Jörg, Nachname Klopsch, Spitzname Torg. Nationalität Deutschland, Körpergröße machen wir ein bisschen kleiner. Und zwar 1,68. Ja, okay, cool. So, haben wir alles? Ja, dann auch weiter. Jetzt gibt es hier Spielerfähigkeiten. Ja, ich mache einfach zufällige Werte. So, gut. Weiter. Spielereigenschaften. Wieder zufällige Werte. Weiter. Und jetzt sind wir hier bei Vereinsauswahl. Haben wir ja so eingestellt, ne? Und da ist er! Mein Lieblingsverein Eintracht Frankfurt. Schöne Grüße gehen raus an die Britta. Die ist Dortmund-Fan, ne? Und jetzt drücken wir hier auf Weiter. Torschützenkönig. Lade Wohnzimmer. Lade Stadion, Garage und so weiter und so. Es lädt gerade alles. So, und das sind ja jetzt die neuen Daten aus 2024 und 2025 in dem Spiel importiert. Das habe ich mit dem Steam Workshop Tool gemacht. Und zwar auf Steam gibt es bei dem Spiel Torschützenkönig eine Option, die nennt sich Workshop, und da kann man die Daten reinziehen in das Workshop Tool im Game. Ja, einfach auf Abonnieren klicken im Steam Workshop und dann beim Spiel Start Steam Workshop Tool auswählen und Daten kopieren. Gut, wir drücken mal hier auf PC und hier seht ihr schon die ganzen Vereine und die Wappen aus der Bundesliga, erste Liga, ne? Und hier haben wir Eintracht Frankfurt und ganz hier unten steht Jörg Klopsch. Ja, ich habe es allerdings noch nicht rausgefunden, wie ich mich selbst einwechseln kann. Ich habe alles versucht, aber ich habe es nicht hinbekommen, mich selbst einzuwechseln. Egal, das kriegen wir vielleicht im nächsten Video raus. Wenn ihr es wisst, liebe Zuschauer, sei es Developer, Entwickler und so, ne, verratet mir doch mal in den Kommentaren hier unter dem Video, wie ich mich selbst einwechseln kann. Das würde mich sehr freuen und würde mir sehr weiterhelfen. Gut, wir gucken nochmal ganz kurz bei den Bayern München Leuten rein. Team, ne? Kader. Und da ist hier zum Beispiel der Manuel Neuer. Gucken wir uns mal an. Und tatsächlich, durch die neuen Daten, sind auch die Bilder der Spieler originalgetreu nachgebildet. Ne? Das finde ich absolut mega nice. Ja, sowas sehe ich gerne. Macht Spaß.
Gut, nochmal gucken, wen haben wir hier noch? Hier unten, Thomas Müller. Wollen wir auch nochmal gucken, ob das stimmt. Achtung. Und da ist er. Der Thomas Müller, tatsächlich. Die Bilder und Daten sind alle up to date. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier auf Trainingsplatz. Was kann man hier machen? Spielverhalten. Büro, da waren wir gerade. Trainingsplatz, okay. Spieler 1 bereit. Ja, glaubst du, du hast kein Training eingestellt. Dann mache ich jetzt hier automatisch einstellen. Okay, und die Woche läuft jetzt durch, ne? Und wie gesagt, ich habe die Musik ausgeschaltet wegen YouTube-Problemen, ne? Ich möchte da keine GEMA-Gebühren oder sowas zahlen müssen. Deswegen habe ich die Musik ausgeschaltet. Gut. So, Sonntag, 7.7.2024. Das stimmt mit dem heutigen Datum nicht. Aber ist ja egal. Du hast neue E-Mails. E-Mail-Anzahl 6. Du hast neue Sponsorenangebote. Drücken wir mal hier drauf zum Büro. Wo? Ah, hier unten sind die E-Mails. Glücksbilanz von Berater. 1.7. Betreff Glücksbilanz. Aha. E-Mail. Herzlich willkommen. Von Netmin Games. Ach, guck mal eine an. Die Spieleentwickler. Ich bin stolz. Ja, Britta, ich bin auch stolz auf mich. Leider habe ich heute ohne Webcam. Aber egal. I like it als Betreff. Social Media. Ich gucke mir das alles ein bisschen später an. Ich will hier durchtippen, damit ihr seht, wie die Spiele, die Spielanimationen funktionieren. So, was haben wir noch? Gib Gas, Investition und Laie empfohlen. Ich mache einfach mal weiter und wieder Trainingsplatz und hier wieder auf Trainingsplatz. Alles klar. Spieler 1 bereit. Automatisch einstellen. Aufstellung und Training. Und los geht über. Laie empfohlen. Wir erkennen viel Potenzial bei dir. Aber wir würden dir empfehlen, eine Laie in Betracht, um Praxis zu sammeln. Der Brief wurde in dein Büro gesendet. Aha. Egal. So, hier steht Eintracht Frankfurt mit dem Originalwappen und hier Jörg Klopsch. Das ist mein Vor- und Zuname mit Spitzname Tork, ne? Haben wir alles eingetragen. So, Eintracht Frankfurt gegen AS Monaco. Testspiele Europa. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Wie geht das jetzt? Okay, jetzt hier gibt es Start und Simulieren. Ich drücke mal auf Start und gucken, was passiert. Los geht's, Leute. Unser erstes Spiel. Das ist schon mal schlecht. Der Schiedsrichter pfeift und bittet zum Pausentee. Ach, wie goldig. Gut, Taktiktafel mal drücken. Ersatzbank, Spielverhalten, eine. Ich lasse einfach so, wie es ist, ne? Wir machen einfach direkt mit zweiter Halbzeit weiter. Achtung, los geht's. Monaco so wieder schlafen. Torschuss. Ah, mein Glück. Also da steht schon 2-0 für die. Das ist nicht so brillant. Oh, 2-1. Ist ja nur ein Testspiel, ne? Ah, kann man auch mal verlieren, genau. 3-1, ach du Scheiße. Ja, ist ja ganz logisch, dass Eintracht Frankfurt nicht gewinnt, wenn der Starspieler namens Jörg Klopsch nicht aufläuft, ne? Der noch nicht mal auf der Ersatzbank ist. Was soll das nur werden? So, weiter. Oh, was ist das jetzt? Schöne Zwischensequenz.
So, Spielstatistik 1 zu 3. Leider verloren. Okay, dann machen wir hier weg. Das nächste Spiel direkt hier weiter geht's mit Juventus Turin. Das ist auch das nächste Spiel, was wir wieder verlieren werden. Testspiele Europa. Okay, dann machen wir das mal wieder und Start. Ah, ich wusste. Steht schon wieder 1-0 für Juventus. Ich finde es, habe ich schon mehrmals gesagt, ne? Ich finde das Spiel mit Originaldaten einfach genial. Die Bilder der Spieler, die Wappen, die Namen und Fähigkeiten der Spieler, alles wurde bedacht und das finde ich so klasse. Gut, 3-0. Das, uns ist noch niemals. Da, jetzt haben wir Halbzeit. 3-0 liegen wir hinten. Da steht wieder, der Schiedsrichter pfeift und bitte zum Pausentee. Dann geht zweite Halbzeit. Haben wir eh schon verloren, aber egal. Ich könnte die Taktik hier Spielverhalten ändern. Steht da auf neutral. 5-0! Ach du Scheiße! Was ist hier los? 6-0. Die spielen ja so, als wären wir gar nicht auf dem Platz. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Und die haben weiterhin Chancen. Aus. Das Spiel ist aus, steht da. Spielende. Alles klar. 6-0 verloren. Klasse gemacht. Und das ist Spielschwierigkeit leicht eingestellt, ne? Seht ihr ja, wie das funktioniert, wie leicht das hier ist. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen bis hierher. Ihr seid echt spitze. Vielen, vielen Dank. Lasst dem Video doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und solltet ihr wissen, wie man sich selbst einwechseln kann in dem Spiel, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Gut, dann gehe ich nochmal zurück ins Büro. Ja. Wir sind jetzt über 12 Minuten schon. Schaut doch auch mal bei mir auf Twitch vorbei, ne? Da bin ich zu finden unter talk_live. Lasst ein Follow da, ich würde mich sehr drüber freuen. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Und solltet ihr hier auf YouTube mich abonnieren wollen, ja, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr kein Spiel mehr, wenn dann Talk, nicht nur Spiel, sondern generell Videos, wenn ich neue Videos mache, kriegt ihr mit, wenn die Glocke aktiviert ist. Ja, alles klar. So, dann sollte es gewesen sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Dingen, die ihr so macht. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.